Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Diego. Ja, hier geht's richtig ab. Ich habe gerade schon ein kleines Testvideo gemacht. Heißt Hof Bergmann Test, falls es einer sehen will. Nein, es ist. Ich habe so langsam wieder die Einstellung, die ich halt bevorzuge beim Spielen. Ich habe auch mich mal mit dem Programm hier ein bisschen auseinandergesetzt und hätte mir auch eine Menge Ärger erspart, wenn ich mir das sofort durchgelesen hätte. Aber egal, ja, so ist das halt, ne? So, du schnappst jetzt mal die Sämaschine hier. Der Kleine, ich wollte erst mit dem New Holland säen, aber ich habe gerade beschlossen, dass der Deutz das macht. Und wir sind fertig mit Gülle fahren. Und ein bisschen Miststreuen musste ich auch noch, weil. Es reicht ja nie, ne? Gülle ist immer zu wenig hier auf dieser Map. Ich muss noch mal schauen. Wir fahren gleich noch ein bisschen mit dem Don. Dann machen wir mal ein bisschen was Neues hier. Also, neues Silo in der Hoffnung, dass dort neuer Mist entsteht. Ja. So, komm du mal mit hier, mein Freund. Ja, Gerät fixieren funktioniert ja leider nicht. Liegt aber an meiner Sämaschine. Da kann der Anhänger jetzt nichts für. Das Ding ist einfach zu groß. So, wenn man hier so privat unterwegs ist, könnte man jetzt auch auf so einen Trailer verzichten. Es geht um die Überbreite, ne? Man darf hier nur bis 3 Meter auf der Straße fahren. Und das niedliche Tierchen hier hat leider 4 Meter. Richtig, das ist 1 Meter zu viel, ne? Ja. So, manchmal ist es doch gut, wenn man in der Schule aufgepasst hat. Nicht immer, ist nicht immer gut, aber manchmal ist es doch. Ich weiß gar nicht, wie viel Saatgut da noch drin ist. Kann sein, dass ich gleich noch so eine fliegende Betankung machen muss von dem Gerät hier. Was haben wir? Da kommen wir erstmal ein bisschen mit. So, Gerste hatten wir erst. Wir machen jetzt mal wieder Weizen. Klee? Nein, Weizen. Ach, das war auch nicht Klee, das war Raps. So, jetzt aber den Weizen. Ne? Ich habe mein Kaffee steht hier schon, Jungs. Ich bin gleich soweit. Lass das Zeug langsam wirken und dann, das wird schon noch mit mir. So, hast du jetzt den alternativen Helfer drin? Nein, ne? Das hast du nicht drin, oder? Ist der normale Helfer drin? Ja, dann muss das erst ausklappen, das Tierchen. So. Mach mal schön den Weizen da drauf. Ja, ist sogar schon vorgegrubbert, das Feld jetzt. Der richtig verwöhnt, der kleine Deutz. So. Die Scheibenegge. Was ist das denn hier? Ich mag ja diese Scheibenegge, ich finde die richtig sexy. Was ist das hier? Warum? Komm, wir fahren hier noch einmal dran lang. Fahren wir von Hand einmal. So, wollen wir mal eine Anfahrt machen hier. So, man sieht nichts. Eine Wolke. Ist ein bisschen fix, ne? Das geht ein bisschen fix. Scheibenenge mit 20 km/h. Ich glaube, da muss ich mal ran. Aber ist ein schöner. Ist ein schöner, schöner, schöner. Kann ich mich gar nicht satt dran sehen. So wie alles schön ist. Auf dieser Karte hier. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir mal so langsam mal für ein Deutz sparen können. Ich meine, diese New Holland sind nicht schlecht. Dass ich das mal sage. Ihr kennt die Geschichte von unserem Fordson, ja? Das war ein Trecker. Naja, egal. Das ist so ein bisschen. Also so richtig ernst nehmen kann ich New Holland nicht, ne? Aber der Schlepper ist nicht schlecht, ne? Ich weiß nicht, wie er in Real Life ist, aber hier im Spiel ist er nicht schlecht. Er ist klein, wendig, hat gut Dunst unter der Haube. Also wenn der im Real Life genauso rüberkommt wie im Game, dann ist das mit Sicherheit kein schlechter Schlepper. Kann man so einem Amerikaner traut man sowas gar nicht zu, ne? Ich zumindest nicht. So, wir fahren jetzt hier mit dem 4 Meter.
Grubber ist ja alles hier Privatweg, ne? Da kann ich ja ruhig mit dem mit ohne Anhänger fahren, ne? Mit dem Grubber. Meine Sämaschine hat auch eine Direktsaatfunktion. Also wo will ich denn hin? Hat eine Direktsaatfunktion, also ich muss jetzt nicht grubbern, aber ja, macht man eigentlich schon. Ich da in Amerika auf irgendwelchen Erdnussplantagen, die säen immer nur drauf. Da wird nicht gegrubbert. Bisschen, doch ein bisschen grubbern tun die auch. So. Ja, hat man das Grubbern abgeschlossen. So, wir müssen jetzt den Don wach machen. Ey. Aufpasse. Wir müssen den Don wecken. So, Don ist aufgewacht. Ach, ich bin eigentlich am Ballenstapeln. Das kann ich gleich noch machen. Ballenstapeln ist jetzt nicht so wichtig. Don. Der Klee ist auch schon wieder reif. Der Don ist ganz schön dreckig geworden über Nacht. Ja, wenn der so schön dreckig wird, dann muss ich den, glaube ich, doch noch mal über... Ah, die Kabine wird nicht dreckig. Was ist das denn? Muss ich den Don noch mal ein bisschen überarbeiten, weil so gefällt er mir nicht. So mag ich den Don nicht. Jetzt ist der Klee schon wieder fertig hier. Ich wollte da hinten Klee mähen. Oh, das ist... Ich muss erstmal... Ich glaube, ich stelle mal... Normal ist wahrscheinlich auch noch zu schnell, oder? Ah, wir müssen eine Nacht mal auf Normal machen. Habe ich denn keinen Anhänger hier für unseren Don? Ich überlege gerade unten, aber die Krampe ist zu groß. Die schafft er nicht. Ich habe da nichts Passendes. Habe ich nicht. Was ist denn, wenn ich hier oben? Ich fahre einmal hier oben dran her. Höllensound. So, es hat, ich habe ja mittlerweile Publikum, ja, also ich mache das hier nicht mehr für mich alleine. Und jemand sehr Nettes hat im Forum geschrieben, der Klee geht immer so ab. Also das ist egal, ob man den kalkt oder nicht, der geht immer so steil. Das wusste ich auch noch nicht. Oh, was ist denn... Den Sound nehme ich aus dem Don auch noch mal raus. Jetzt bin ich gerade mal gucken. Soll ich mit dem Großen? Komm, gönn's dir. Wir nehmen den Großen hier. Was soll der Geiz? Wir haben's doch. Nicht bei armen Leuten hier auf der Map, sondern... Ne? So, hier können wir noch gerade ausfahren. Sushi! Don, ich komme. Ja, das läuft. Ah, guck, man muss einsteigen dann. Aber er ist noch nicht... Ach, der Don ist noch nicht so das, was ich mir träume an Maishäcksler. Ich hatte im 13er einen alten Klaas. Was war denn das für eine... Ich weiß gar nicht mehr, was das für einer war. Der war auf jeden Fall, der war lauschig. Also, oh, man darf... Oh, man darf nicht so fix fahren hier, dass der das immer nicht begrenzt, ne? So, 16 km/h, mehr ist nicht hier auf der... Also mehr packt er halt nicht, ne? Was willst du machen? Ja, das Gras pfeift er sich auch jedes Mal rein hier. Was machst du denn hier? Wir fahren ordentlich. Wir haben Publikum. Kannst nicht mal einfach so fahren, wie du willst. So. Halten wir mal kurz an. Ja, wir müssen die Wachstumszeiten noch ein bisschen verringern. Das ist noch nicht so ein Träumchen hier.
Don noch nie dreckig gehabt. Oh, jetzt muss ich den überarbeiten. Der Sound muss raus. Kriegt er den schon nicht mehr hier? Das ist schon außerhalb deines Zuständigkeitsbereichs, ja? Ja, es ist echt abartig, was hier an Ertrag. Wie gesagt, es ist ein Fehler. Nicht an dem Klee. Das war vom Andy so auch nicht gewollt, glaube ich. Es ist auf anderen Maps auch schon gefixt worden. Und ich hatte da auch schon mal irgendwas drüber gelesen. Ich denke mal, dass der Andy hier nochmal eine überarbeitete Version raushauen wird. Weil, ist ja klar, bei so einer großen Map, da schleichen sich immer irgendwelche kleinen Fehler ein. Und klar, man muss erstmal ein bisschen sammeln. Ne? Man kann jetzt nicht sofort jeden Hasenfurz reparieren. Erstmal ein bisschen sammeln und dann wird halt die Map nochmal bearbeitet und ich denke, das wird er auch machen und dann wird er sich den Klee, wird er sich auch zur Brust nehmen hier. Oh. Ja, das läuft ja richtig gut hier. Lü, lü, lü. Also den Sound muss ich ja noch rausnehmen. Aus unserem Donny. Der Gute. Witzig, dass der die Kabine nicht schmutzig macht. Was ist denn da wohl falsch gelaufen? Was gebe ich ihm denn? Ein bisschen mehr Bodenhaftung? Oder was mache ich? Mache ich den richtig heiß, den Jungen? So mit Kupplung und alles? Das Problem ist, dass der Helfer auch immer stehen bleibt. Also diese Bunkerkapazität, die habe ich da nicht ohne Grund reingemacht, ne? Schade ist, dass der den Aufbau da so schief dran hat. Ob ich da nochmal dran kann? Weiß nicht, ob die da, wo der gebürtig herkommt, ob die da nicht hinterherfahren? Ob die nur nebenher fahren? Oder die haben halt spezielle Anhänger dafür, das kann natürlich sein. Ne? Das ist ja jetzt ja auch vom Preissegment her auch günstig. Ist ja ein bisschen ein Modell, was extra günstig gehalten wurde. Die meisten Don-Fahrer hätten auch lieber ein Klaas, aber manchmal geht es halt nicht anders. Was willst du machen? Zwischendurch mal gucken, was meine Sämaschine sagt. Also ich finde 15 km/h schon gewagt. Machen wir das ganze Video nur fahren mit dem Don? Ne, das machen wir nicht, ne? Ich mache den jetzt nochmal leer und dann werden nochmal Ballen gestapelt. Müsst ihr nicht die ganze Zeit zugucken hier, oder? Müsst ihr zugucken? Nein. Ach, vielleicht machen wir den Trailer nochmal voll. Wie weit ist er jetzt? Ach, das reicht doch nicht ganz. Der wird noch nicht ganz... Oh, sorry. Ich nehme alles zurück, behaupte das Gegenteil. Gehen wir mal zu Fuß hier. Wir sind ja sportlich heute. Nach dem ganzen Essen muss man sich ein bisschen bewegen hier. So. Das müsste eigentlich alles in mein Hochsilo reingehen.
Ach, das Gras könnte ich eigentlich auch mit dem Ladewagen mähen. Ach, wo Gras? Ich habe ja genug Gras. Das ist alles genug. Ich habe von allem genug. Steht zum Gewicht, ahnungslos in der Gegend rum. Ich kann überlegen, soll ich das hier reinballern oder da reinballern? Das ist alles grobst hier gesprungen, ich brauch's ja eh. Ja, wenn ich mir das Lager so angucke, kann der Getreideverkauf ruhig starten. Ne? Mais und Raps vielleicht nicht, weil Mais werde ich erstmal nicht anbauen. Ich habe auch gar keine Drille. Hebt da schön das Gas an. Ich drehe noch eine kleine Runde mit dem Don. Der kann ja wieder ein bisschen was zu sich nehmen hier. Der Startzaun ist auch ganz schön lang, habe ich gerade gemerkt. Oh, muss ich den Don überarbeiten? Schema Overlane, die Kupplung, zweites Zugmaul. Mehr Bodenhaftung, den Helfer überarbeiten, dass der nicht immer stehen bleibt. Oh, fahr mal wie ein Mensch hier. So. Ich bin heute ganz schön nuschelig, merke ich gerade. Ich hoffe, dass das halbwegs ankommt, da am Mikrofon. Junge, 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 Junge. Jetzt fahren wir auch hinten durch den Klee durch. Nein, wir stellen den Trailer woanders hin, so. Ach, zur Sämaschine. Oh, der macht sogar hier. Hat den Knick sogar alleine. Eigenständig hat er diesen Knick überwunden hier. Das ist sehr lobenswert. Letztes Mal hatte ich noch Theater mit dem Baum hier vorne. Da musste ich dann auch tatsächlich noch eine Reihe Gras davor ja sehen. Ein Gras und. Ja, ich glaube, den Zaun, den. Da war, hat er sich auch drin verhuddelt. Ja, Trailer brauchen wir. Einmal kurz aussteigen und gucken, wie es aussieht hier. In unserem Silo. Schauen wir doch mal. Was sagt denn unser Silo? Unser Silo spricht nicht, doch. Da geht noch was. Da geht noch ein Trailer voll rein. Oh, das Gewicht. Das Gewicht muss hier unbedingt weg. Ich hatte mir das eben nach Hause liefern lassen. Vom Händler und... ja, der stellt es halt da ein, ne? Was willst du machen, ne? Ich wollte eigentlich mit dem New Holland, wollte ich säen. Weil ich mit dem hier mit dem Wagen fahren wollte. Also, den Abfahrer mit dem Deutz machen wollte, so. So wird ein Satz draus. Ich schätze so zweimal, also muss ich hier noch her. Dann kann ich den Helfer reinschmeißen hier. Dann muss der Helfer mal ein bisschen was tun hier. Ja, eigentlich wollte ich auch noch Ballen stapeln. Oh ja, fang du schon mal an mit Abtanken. Das war kein Problem. So, was ist denn mit den Ballen? Ballen fixieren, ja bitte. Die müssen nämlich eben nur in die Halle rein. Dass wenn es mal einen Schauer gibt, dass die nicht nass werden. Das muss ja nicht sein. Nein, ist ja gar nicht installiert, der Mod, aber... ein bisschen Fantasie gehört ja auch zum Spielen dazu, ne? Man darf das alles nicht so ernst nehmen. Ja, ich will nah ran, aber... so nah will ich nur auch nicht ran, ne? Die Ballen sind schon am Zocken, alle. Das, was? Warum hängt der denn jetzt so komisch? So. Ja, zwei müssten noch eigentlich noch daneben passen. Wo sind wir denn? Da sind wir. Auch die nächsten haben eine Etage weniger. Kann ich eine Ecke schon zwei übereinander stapeln? So.
es ist schon, es ist besser geworden. Also wenn ich denke, was früher für ein Theater war mit den Ballen immer, das läuft mittlerweile recht gut. Ab und zu, also mit einem Anhänger beladen habe ich immer noch, das kriege ich nicht hin. Denn die fangen dann an zu tanzen und das wird immer doller und dann irgendwann ist der Wagen wieder leer. So, da passt noch genau einer neben. Soll ich mal ein Viererpaket machen sofort? Schafft er das? Ja. Ach so, ich habe kein Gewicht hinten drin. Was? Oh, falsche Taste gedrückt. Das ist im Multiplayer auch immer richtig geil. Die Tasten, die da so rund um den Frontladerbetrieb sind, die braucht man im Singleplayer nicht so, aber im Multiplayer haben die Funktionen. Da kommt man in ganz tolle Menüs rein dann. Das will man dann in dem Moment überhaupt gar nicht sehen alles. So, ja, 4 ist ein bisschen übertrieben. Ich weiß. Musst du jetzt durch. Gut, dass Stroh so leicht ist. Dieser Würfel hier kommt direkt hinten in die Ecke. Ah, wir fahren nochmal zurück. Ziehen den Schlepper noch mal gerade. So, jetzt ist aber Platz satt hier. Ja. Ja, ich weiß noch nicht genau, an welcher Seite ich lieber Luft habe. So, ja, dann ist nur Holz. Das tut dem Trigger nicht weh. So. Ran da. Ja. Ist fast ideal die Halle für Stroh. So, dann packen wir hinten den hintersten packen wir jetzt auch hoch. Ne? Ach so, jetzt sind das hier 3. Muss mal gucken. Ich weiß gar nicht, wie hoch ich kann in der Scheune hier. Ich dachte, da liegt noch ein Ball hinter. Was ist los? Ein Kaffee. Ich brauche mehr Kaffee. So geht das nicht. Ich habe hier schon Hallos. Was ist das denn für ein Wort? Warum kann ich das denn nicht sagen? Ich gehe gleich erstmal in Pausenmodus und übe das Wort eine Viertelstunde, dann sage ich es euch, ja? Oh, ich brauche Kaffee. So, ach ja, das passt ja ganz locker. Ist die Frage, ob der Frontlader da gleich noch einen oben drauf setzt? Nee, das macht er nicht. Der setzt da keinen mehr oben drauf. Ja, lass mal gucken, dass wir denn... wie hoch kann ich denn? So hoch kann ich. Das heißt, das müsste dann nochmal ein Dreierpaket sein. Wenn ich da einen drauf sitze. Naja, wir kriegen die Scheune schon voll. Die Gabel lasse ich jetzt auch hier stehen. So. Ah, die ist auch schon ein paar Mal umgefallen. Ich stelle die mal nicht ganz so dicht daran. Dann muss ich auch noch mal den Schwerpunkt ein bisschen versetzen. Dann lüppt das auch. So. Ja, steht da wie eine 1, die Gabel. Was hast du denn? Ja, was ist? Sind wir durch soweit? Ich glaube, YouTube, wir sind erstmal soweit. Ich mache hier mit dem Don noch das Feld zu Ende. Ich mache die beiden Vorköpfe. Und dann mit Helferbetrieb fahre ich mit dem Trailer nebenher und dann geht das auch ratzfatz. Ne? Wenden ist vielleicht ein bisschen lustig, aber ja, dreschen tun wir heute sowieso nicht. Weil das Getreide ist ja viel zu schnell gewachsen. Ne? Viel zu schnell gewachsen. Ja, YouTube, ich würde sagen, bis gleich, ne? Ich mache gleich das nächste Video. So, ciao.